Alisa Buri, mit welchen Erwartungen sind ihr in das Spiel heute gegangen? Ja, sicher nach letzter Woche vom BL-Cup. Ja, wir haben nach Verlängerung verloren. Jetzt haben wir gesehen, wir machen als Team viel, wir sind stärker, wir machen das Spiel. Sicher auch gut gestartet. Also ja, die Erwartung war, morgen um dort zu spielen. Gut. Im letzten, wir sind gut gestartet. Im letzten Drittel haben wir dann federn lassen. Was ist dort los ganz am Anfang? Ich glaube, wir sind einfach zu viel ins Spiel gekommen. Wir haben sie spielen, das Spiel machen. Wir mussten dann wie hinterher säckeln. Wir konnten uns dort fahren, das war sicher cool. Wir sind zweimal zurückgekommen und am Schluss reicht es nicht. Ja, das ist eine grosse Enttäuschung. Das glaube ich. Ihr seid zurückgekommen. Es hat dann doch nicht ganz gelangt. Was muss jetzt auf den Saisonstart noch besser werden? Ich glaube, wir müssen Kleinigkeiten noch besser machen. Sicher unser Spiel in aufdrücken, von Anfang an durchziehen. Wir haben gut gestartet, dann haben wir nachgelassen. Aber ich glaube, wir sind als Team so stark, wir rocken die Saison sicher noch gut. Wunderbar, merci vielmals. Luana Rentsch, wie hat euch der Sieg am BL-Cup gegen das Korps jetzt in der Vorbereitung auf das Spiel geholfen? Ich glaube, wir haben so ein bisschen eine Ahnung gehabt, wie sie stehen, wie sie spielen, was für ein System sie spielen. Und ich glaube, somit haben wir schon ein bisschen Bildmaterial gehabt, um uns darauf vorzubereiten. Was hat euch eigentlich der Coach in der zweiten Pause gesagt, dass ihr da wie die Feuerwehr so ins letzte Drittel gestartet sind? Ja, wir wollten uns einfach steigern, von Drittel zu Drittel. Wir haben schlecht angefangen und dann das Mitteldrittel war okay gewesen. Aber wir haben gefunden, das ist noch nicht das, was wir können. Und darum haben wir einfach gefunden, wenn wir jetzt noch einen Schritt reinwerfen und dann sind wir explodiert. Ja. Das hat sich gelohnt. Ihr spielt morgen gegen die Jets. Was erwartest du von diesem Spiel? Ich erwarte sicher auch wieder ein enges, hartes Spiel, aber wird sicher auch wieder spannend wie heute. Wunderbar, danke vielmals und gute Erholung.